Wir vom HighVTV Sport gehen ja immer dahin, wo es richtig wehtut. Aber ich hoffe, Sie haben ein bisschen Mitleid mit mir, denn es ist ja auch mein erster Sportdreh. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen heute dahin, wo es etwas leichter ist. Und zwar zu einer Sportart, für die man nur seine zwei Finger braucht. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Lieber Christian, das Modell Flugzentrum Obereich gibt es ja inzwischen schon seit 1978. Du bist noch nicht ganz so lange dabei, seit 4 Jahren. Geflogen bist du aber schon früher. Wie bist du denn zum Modellfliegen gekommen? Ich bin ganz klassisch zum Modellfliegen gekommen. Mich hat das immer schon fasziniert. Ich habe mir dann irgendwann einen kleinen Hubschrauber gekauft, auf der Wiese hinterm Haus ein bisschen begonnen herumzufliegen und bin dann Schritt für Schritt zum Verein gekommen. Was muss ich dafür mitbringen? Zum Fliegen gehört ein bisschen Koordination, Selbstdisziplin. Man muss halt auch bereit sein, Rückschläge hinzunehmen. Kaputte Flieger. Natürlich kaputte Flieger. Passiert immer wieder. Ihr habt hier über 50 Mitglieder. Was ist denn die Faszination am Modellfliegen? Die Faszination am Modellfliegen ist, dass man wirklich selber was Gebautes in der Luft bewegen kann und wie man dann sieht, wenn es funktioniert, ist ein traumhaftes Gefühl. Was gibt es denn hier im Modellflugzentrum Obereich alles? Im Modellflugzentrum Obereich haben wir hier in unserem Hangar die Möglichkeit, Modelle zu lagern. Es gibt hier ganz, ganz verschiedene Modelle, angefangen vom kleinen Segler, vom Anfängerflugzeug über größere Maschinen, auch mit Verbrennungsmotoren, großen Kunstflugmaschinen bis hin zu Düsenjets. Und ein paar Eigenkreationen. Eigenkreationen sind auch dabei. Es baut jeder selber, was er so möchte und es ist dann super, wenn es funktioniert. Was haben wir jetzt da alles? Ja, da ist zum Beispiel der blaue Flieger an der Decke. Der blaue Flieger ist komplett aus Eigenbau. Aus Holz, aus Folie, aus Metallteilen gemacht und komplett selbst gebaut. Der ist ein paar Jahre alt. Es gibt aber auch viel ältere Modelle. Zum Beispiel der hier am Boden vor uns. Die Maschine ist sicher 25 Jahre alt und auch damals wurde schon so gebaut. Wie lang sitzt man denn jetzt zum Beispiel an so einem Flieger da oben? Bei so einem Flieger da oben sitzt man hunderte Stunden dabei. Es ist ein Meisterwerk, wenn man sowas fertig hat. Unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. Ich stelle es mir jetzt, glaube ich, ein bisschen einfacher vor, als es in Wirklichkeit ist. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal vor Ort live an jetzt. Ja, das können wir gerne tun. Ach du große Güte, eigentlich habe ich gedacht, dass so eine Fernsteuerung weniger Knöpfe hat als ein Cockpit. Naja, einige Teile sind schon notwendig, um fliegen zu können. Wir haben hier zum Beispiel die Flugsteuerung, links, rechts, rauf, runter. Wir haben das Gas, Gas geben, weniger Gas geben und noch eine Menge andere Schalter für Landeklappen, für Trimmungen, für Fahrwerke und so weiter. Ich nehme an, um das zu beherrschen, brauchst du wahrscheinlich schon einige Übungsstunden. Wie oft trefft ihr euch denn hier? Ich fliege so oft es geht, ist halt mein Hobby, mache ich gerne. Es dauert einige Jahre, bis man die Steuerung wirklich drinnen hat. Mit der Zeit geht das dann automatisch. Aber ich nehme an, es ist eh nicht schlimm, weil das schaut eigentlich nach einer sehr netten Gesellschaft aus hier. Es ist super, wenn man sich hier am Wochenende am Vereinsplatz trifft, miteinander grillt, ein bisschen fliegt, das schöne Wetter genießt. Ist eine schöne Sache, auch mit der Familie. Ist aber alles in allem ein Hobby und noch dazu nehme ich an, kein sehr kostengünstiges. In welchem Rahmen bewegen wir uns denn von bis? Was kosten denn diese Flieger? Es kommt drauf an, die Einsteigerklasse, man kann ganz gute Flugzeuge um 200 Euro kaufen. Es bewegt sich so im Rahmen vor einem vernünftigen ferngesteuerten Auto. Nach oben gibt es natürlich beim Fliegen keine Grenzen, auch nicht beim finanziellen Rahmen. Flugzeuge können leicht bis 10.000 Euro gehen. Was noch viel mehr Rolle spielt, der Zeitrahmen, der zu Hause verwendet wird. Man braucht schon eine Frau, die auch ein gewisses Verständnis mitbringt.
Oder sie macht einfach mit, so wie ich jetzt. Ich möchte es natürlich auch probieren. Welche ist denn die teuerste Maschine hier? Die teuerste Maschine hier ist die Kunstflugmaschine da unten, die gelbe. Kostet ungefähr 8000 Euro. Autsch. Okay, das hört sich eindeutig nach einer Challenge an. Ich werde jetzt gleich mal starten und ob ich heil lande oder ob ich dann doch Schmerzen im Geldbörserl habe, das sehen wir jetzt. Ich sage danke für das nette Interview. Danke dir. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott.